Weg von meiner Cambridge. Alter. So, da sind wir bei den Choose a Weapon Game News. Wir schauen uns die Woche vom 11. bis zum 17. Juni an. Es kommt ein bisschen was raus. Am Dienstag, den 12.06. geht's los mit Jurassic World Evolution. Und zwar dem digitalen Release für PC, PS4 und für die Xbox One. Digital, warum? Weil die Disc-Version erst am 3. Juli rauskommt. Ich weiß nicht wirklich warum. Wahrscheinlich, weil der Jurassic Park Film jetzt rauskommt und sie noch irgendwas fixen müssen. Ich verstehe es nicht ganz. Wie gesagt, digital, ihr könnt es euch runterladen. Was ist? Ist ein Park-Building-Game, also kein Action-Game oder irgendwas. Falls ihr Lust habt, Dinos zu umzäunen, solltet ihr es euch anschauen. Dann gibt es am gleichen Tag noch Moss für PSVR. Und was ist es? Ein Point-and-Click-VR-Game, so sieht es zumindest aus. Also ihr steuert nicht wirklich, also indirekt eine kleine Maus mit dem Schwert. Und also im Prinzip spielt man Navi für die kleine Maus. Sieht ganz nett aus, wie gesagt, bunte Grafik. Dann gibt es ebenfalls noch Super Bomberman R für PC, PS4 und für die Xbox One. Nicht wirklich ein neues Spiel, gab es für Switch schon eine ganze Weile. Und Hashtag fuck Konami, muss man sagen, auch wenn das Spiel wahrscheinlich gar nicht so schlecht ist, ist wie gesagt typisches Bomberman-Spiel. Also das Spiel hat einen Story-Modus, den man alleine oder im Koop spielen kann. Dann gibt es den klassischen Kampfmodus mit bis zu 8 Leuten im Prinzip auf einem quadratischen Spielfeld. Muss man gucken, dass man der Letzte ist, der am Leben bleibt. Und dann gibt es noch den Grand Prix-Modus, das ist im Prinzip so ein Team-Wettkampf-Modus. Wie gesagt, ist ein Bomberman-Game, falls ihr Bomberman-Spiele mögt, macht man damit auf jeden Fall nicht viel falsch. Und am Freitag, den 15.06. gibt es dann noch Lego The Incredibles für PC, PS4, Xbox One und die Switch. Ich glaube, ich muss nicht wirklich arg viel mehr dazu sagen. Ist ein Lego-Game über The Incredibles. Falls ihr eins von beiden oder am besten beides mögt, könnte das auf jeden Fall euer Spiel sein. Das war's für diese Woche. Wir schauen, was bei den Indie-Games so gibt. Indie Now! Bei den Indie-Games war diese Woche, wie es aussieht, irgendwie Multiplayer-Woche. Kamen viele interessante Multiplayer-Games raus. Und das erste Spiel hat wahrscheinlich wieder den irgendwie besten Namen für ein Spiel seit langem. Heißt nämlich Master Pyrox Wizard Smackdown. Das ist ein langer Name, ja. Und ja, man spielt so einen Pyro-Wizard im Prinzip, oder mehrere. Ist ein Top-Down-Multiplayer-Game. Und ja, was ist denn? Ist einfach so ein Top-Down-Shooter. Ja, ein bisschen wie Smash TV damals. Das Ganze hat einen lokalen 8-Player-Koop oder Competitive-Modus, also gegeneinander oder gegen die KI kann man das spielen. Und hat sogar einen Level-Editor eingebaut. Also könnt ihr dann irgendwie die absurden Levels euch zusammenbauen, in denen ihr dann kämpfen müsst. Und dieses Spiel kostet auch nur 7 Euro. Und das zweite Spiel diese Woche heißt Roof Rage. Ja, ist ein Early-Access-Game und sieht absolut cool aus vom Grafikstil. Wie gesagt, es ist so ein 2D-Pixel-Art-Style. Und das Ganze ist ein Martial-Arts-Platforming-Fighting-Game. Und ja, man kämpft einfach immer irgendwie auf Dächern mit Ninjas und Samurais gegeneinander. Und es sieht ziemlich cool aus, meiner Meinung nach. Ziemlich Smash Bros. Mäßig. Sollte man sich mal anschauen, kostet 15 Euro. Und das kostenlose Spiel, ist, zumindest für dieses Wochenende, nicht für die ganze Woche, ist Tooth and Tail. Ja, das hatten wir schon ein paar Mal hier in der Show. Erinnert euch vielleicht noch dran, das ist im Prinzip ein Real-Time-Strategy-Game, Multiplayer, bei dem man mit einem Controller spielt, anstatt mit Maus und Tastatur. Ist also so komplett für Controller entwickelt und ziemlich cool und hat auch so einen coolen Pixel-Art Grafikstyle. Die Story da ist in dem Spiel ist im Prinzip, das ist im Prinzip so eine Tierrevolution, alle Charaktere sind Tiere. Ja, und da gibt es dann verschiedene Charaktere, die ihr euch da, wo ihr eure Armeen zusammenstellen könnt. Und es ist ein ziemlich cooles Spiel, meiner Meinung nach, und auch mal so ein cooler Take auf Strategie-Genre, was ich ja selber nicht so oft spiele, aber das fand ich cool, das Spiel. Ja, ist jetzt, wie gesagt, nur dieses Wochenende kostenlos, ich glaube bis Montag, 19 Uhr oder so, europäische Zeit. Ansonsten kostet wieder 20 Euro, also holt es euch irgendwie während eures Spiels mal, während es noch kostenlos ist. Und jetzt irgendwas mit News, ich weiß nicht, wer spielt in irgendwelchen Filmen mit, habe ich gehört, das ist zu gut jetzt für die News. Wir schauen, was newsmäßig die letzte Woche so abgegangen ist. Die E3 steht vor der Tür, wie gesagt, nächste Woche gibt es mehr News drüber. Falls ihr euch vorher drüber informieren wollt, in der Beschreibung gibt es einen Link, da könnt ihr schon mal drauf gucken, was euch erwartet bei der E3. Eine News, die ausgestochen ist für mich persönlich, Devil May Cry 5 könnte auf der E3 enthüllt werden. Capcom hat sich am 18. Mai 2018 die Domain devilmaycry5.com gesichert und ein Händler hat es mittlerweile gelistet mit Release-Termin 2018. Das heißt, man darf hoffen, dass er auf der E3 ein bisschen mehr dazu zeigen. Ich bin auch gespannt, welchen Dante sie dieses Mal nehmen. Gibt es überhaupt noch Dante? Gibt es eine komplett andere Figur? Nehmen sie den aus DMC oder den Originalen? Bringen sie Nero zurück? All diese Fragen, die vielleicht und hoffentlich beantwortet werden. Wir schauen einfach mal. In weiteren News, für alle Leute, die so wie ich gedacht haben, ja, Modding in GTA 5 ist irgendwie tot. Passend zum Film Avengers Infinity War gibt es jetzt eine Thanos-Mod für GTA 5. Man spielt also im Prinzip hier Thanos oder Thanos, wie er im Deutschen heißt,
Und hat eben so seine Fähigkeiten, also man kann dann da irgendwie so absurden Scheiß machen, wie Meteore verschießen und Autos hochheben und durch die Gegend werfen oder wie schwarze Löcher erzeugen. Auf jeden Fall, die kann man herunterladen, nicht ganz kostenlos, man muss 2 Euro monatlich auf Patreon an den Mod-Entwickler spenden, also mindestens einmal, um es runterzuladen und länger, wenn man natürlich die Updates haben will. Ja, für alle Leute, die GTA 5 noch spielen, könnte es auf jeden Fall mal einen Blick wert. Jeder, der in den letzten Monaten mal die Neuerscheinungstab auf Steam durchgegangen ist, wird sich gefragt haben, wie kommen die meisten dieser Spiele eigentlich online auf Steam? Steam Direct funktioniert echt nicht so wirklich. Also selbst mit Greenlight gab es nicht so viel Shit auf Steam, meiner Meinung nach. Die haben echt die Büchse geöffnet und jetzt sind die Gates offen und die ganzen Spiele kommen. Wolf hat vor kurzem im Statement gesagt, dass er alle Spiele erlauben, die nicht illegal sind, das heißt, die gegen Gesetze verstoßen oder die Trolling sind. Egal, ob es ein Asset Flip ist oder anstößige Inhalte drin sind, irgendein Erotik-Game, Gewalt-Game, was auch immer. Sie haben aber trotzdem Spiele entfernt, also nachdem sie vor ein paar Wochen Active Shooter entfernt haben, der Amoklauf-Simulator im Prinzip, haben sie jetzt noch Spiele entfernt wie Aid Simulator, ISIS Simulator, Triggering Simulator und Asset Flip Simulator. Es wird sich leider in nächster Zukunft wahrscheinlich auch nicht wirklich eine Besserung einstellen, aber man darf ja hoffen. Und das war's für diese Woche. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin, haut rein. Die sollten mir wegbleiben, Mann. Das Auch das überhaupt nehmen kannst ist ja wegbleiben bei mir, Mann. Wenn ich jetzt noch mit der ja Fliege kämpfen muss, während ich eh schon am Struggeln bin, Mann. Was habe ich denn für Spiele, Mann? Oh Gott, da ist der Name schon wieder. Oh Gott. Hey, das ist so anstrengend, Mann, so viel Alkohol zu trinken. Ich krieg halt keine Sätze zusammen. Die Worte sind nicht das Problem, das sind die Sätze. Ich hoffe, ey, du musst Mundschuhe tragen. Einfach nur, dass es sich dumm fühlt. Das ist echt eine schwierige Geburt halt. Gott, wird anstrengend mit der Stimme, Mann. Ich merke es jetzt schon. Da ist keinerlei Smoothness da. Black Metal Massacre 3. Black Metal Massacre 3 gleich. Ja. 3. Ja, die haben alle drei heute gedreht. Achso. Ja. Drei auf einmal gedreht. Ja, drei auf einmal gedreht. So wie Herr der Ringe.